Es filmt. Ach Quatsch. Mein Kaffee? Den hole ich dir jetzt nicht. Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Kurze Information, das Stativ steht auf dem Tisch, damit der Leo das nicht die ganze Zeit rumreißen kann. Kann sein, dass es dann ein bisschen wackelt ab und zu mal. Wir drehen eigentlich immer in Leos Mittagspause, aber heute dachten wir nö. Genau. Da ist er. Da ist er. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein sehr chaotisches und lautes Video werden. Und soll ich die Kamera ein bisschen näher stellen, bis der Ton ein bisschen... Wie du magst. So? Ist besser? So? Ja? Ja, so. Ich habe übrigens noch gar nicht gesagt, was heute passieren wird. Und zwar hat der Julian mir diverse Babyartikel im Internet bestellt. Und zwar einmal in teuer und einmal fast den gleichen Artikel in viel günstiger. Und ich werde jetzt gleich immer... Ich werde jetzt gleich immer beide Produkte von ihm bekommen und muss dann raten, was das teurere und das günstigere Produkt war. Genau das gleiche haben wir übrigens schon mal gemacht, allerdings nicht so als Baby Edition, sondern mit normalen Sachen. Das waren so krasse Sachen. Da war teilweise eine richtig geile Handtasche für 1 Cent und so dabei. Ich verlinke euch das ganz oben in der Infobox. Schaut da unbedingt mal vorbei. Nee, ganz oben nicht. Denn da steht Julians neues Video. Also das, aber das verbitte ich mir. Dieses Video habe ich schon vor 2 Monaten die Sachen für bestellt. Ja. Es hat endlos lange gedauert, bis diese Gerätschaften eingetrudelt sind. Aber jetzt sind sie da. Das und jetzt können wir direkt starten. Stimmt's, Julian? Okay. Moment, ich werde dir jetzt 2 Artikel geben. Das ja. ist ein Pärchen. Soll ich jetzt beide Preise sagen? Du musst raten, was welches ist. Soll ich das erstmal auspacken? Es handelt sich hier um Beißringe. Halt ihn mal so in die Kamera. Ich sage euch, Leute, ein Beißring von den beiden hat 2,97 Euro gekostet. Ja. Und jetzt nimm mal beide Beißringe in eine Hand. Und jetzt halte ich mit der Hand fest. Jetzt halte ich nämlich fest. Der andere hat 45,30 Euro gekostet. Och, Juli. Die ganze Geschichte läuft über deine Kreditkarte. Du kannst doch nicht einen Beißring für so... Das ist wirklich nicht lustig. Ich weiß, es ist nicht lustig. Was soll ich bitte machen? Wirklich, ich bin überfordert. Den kann man nicht mehr erziehen, den Jungen. Ja, komm, ich das muss ist doch es jetzt erstmal auspacken. Wir drehen dieses Video, um die Leute da draußen zu warnen, dass denen keine Beißringe tappen. Alles klar, auf jeden Fall. Das ist super lang. So, also ich kann jetzt schon mal sagen, das sieht so richtig öko aus und war in so einer recycelten Verpackung. Also das ist natürlich der teure. Das wäre wirklich der Verlierer muss 7 Liter Milch trinken. Kannst du dir vorstellen, dass einer dieser beiden Beißringe 45,30 Euro kostet? Nee, also wenn, dann hast du einfach auf der überteuersten Schrottseite der Welt bestellt, weil du kannst so einen Beißring nicht für so einen Betrag irgendwo erwerben. Nein, du musst einfach an Amazon bestellen. Bah, fühl mal, wie fettig der ist. Als ob der in so ein Butterfass gefallen wäre. Bist du auch ein bisschen fettig. Bah, stinkt das nach... Das riecht aber eigenartig. Weißt du, wie das riecht beim Zahnarzt, wenn er dir diese Kaumasse in den Mund schiebt? Sag mal überzeugend, was das Teure ist, was das Schlechte. Oder ist es dir unangenehm, weil deine Fingernägel nicht fresh sind? Nee, ich glaube, das habt ihr mittlerweile... Das ist verdächtig leise da gerade. Ich glaube, solche Fingernägel habt ihr schon sehr oft von verschiedenen Menschen im Moment gesehen. Musst du einmal kurz gucken. Was macht er denn? PC gesetzt. Das ist ja wie ein Erwachsener. Mach mal ein Foto. Wichtige Nachrichten. Der Leo darf nämlich eigentlich nicht an den Computer, weil wenn wir dann nämlich daran arbeiten, kommt er immer und haut immer so auf die Tastatur. Und deswegen haben wir ihn eigentlich immer verboten, an den Computer zu gehen. Ja, das ist nicht mehr lustig. Der hat sich jetzt die Kopfhörer noch angezogen. Ist das geil. Also ich sage, das sieht so nach Naturkautschuk aus. Das war bestimmt das Teure. Und das ist das Günstige. Alleine schon von der Verpackung her würde ich mich genau so wieder entscheiden. Pack das bitte wieder ein, wir müssen das leider umschicken. Es ist tatsächlich so, es hat 45,30 Euro gekostet. Aber mit welcher Begründung? Du hast dich richtig entschieden. Der erste Punkt geht an dich. Das ist ein Molarstick-Beißring. Bist du bereit für dein zweites Teil? Ich bin bereit, ja. Ich hoffe, du bist jetzt aufgeregt. Weil ein Teil, ich werde dir den Fakt dazu gleich sagen. Ich brauche meinen Kaffee. 3 hours later. So, Bianca. Ja. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich habe jetzt zwei Röckchen. Und jetzt halte ich fest. Halt mal beide in die Kamera. Okay, also. Und jetzt sage ich dir, was das wirklich komplett umhauen. Ein Artikel ist 899 mal so teuer wie der andere. Ja, dann hat der eine wahrscheinlich 1 Cent gekostet. Ja, mach alles kaputt. Und der eine 8,99, super Sherlock Holmes. Hast du recht, aber ist das nicht krass? Ja, voll. Dass du mir, abgesehen jetzt von Versand, 899 von dem anderen hättest bestellen können. Es ist krass, vor allem das... Ist genau die gleiche Farbe, genau der gleiche Stoff. Alleine immer so ein Gegenstück dazu zu finden, finde ich richtig geil. Ich muss sagen, ich finde es übersüß. Boah, also ganz ehrlich, ich kann es gerade nicht sagen. Von der Verarbeitung würde ich eventuell sagen, dass das teure ist und das günstige ist. Aber es ist
exakt wirklich, sogar das Größenschild ist in beiden gleich drin. Ja, dann was hast du jetzt gesagt? Was das Ich sag, das hier ist das Teure und das mit den Knöpfen ist das Günstige. Ah, nur weil der eine so einen hässlichen Knopf in der Mitte hat. Nein! Ne? Ja, ist richtig. Juhu! Ich habe meinen zweiten Punkt. Ich bin einfach super gut. So, jetzt wird's richtig, richtig krass interessant, denn du wirst deinen Augen jetzt nicht trauen. Also brauchst du noch ein Minütchen? Ein Minütchen brauche ich noch. Dann hole ich mir meinen Kaffee aus der Küche. Ach, du bist doch... Ich will hier Spannung aufbauen und du gehst einfach. Wir haben jetzt hier zwei Babymützchen. Ja. Und die eine Mütze hat 99 Cent gekostet und die andere 37,56 Euro. Juli, warum kaufst du so krass? Jetzt freu dich doch einfach, dass ich dir ein cooles Video vorbereitet okay. habe. Und die sehen einfach komplett gleich aus, die Mützen. Heftig, oder? Boah, ist das jetzt krass. Jetzt bin ich gespannt. Die eine war nach 2 Tagen da, die andere hat 1,5 Monate gebraucht, um anzukommen. Erster Minuspunkt an dieser Mütze. Hier hängt das Schild draußen. Da hätte ich wirklich keine 40 Euro für gezahlt. Hier ist kein Schild und der der fühlt sich sogar noch weicher an, der Stoff. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, wegen dem Schild, was das hier das draußen hängt und weil die andere Mütze hier vom Stoff noch mal ein bisschen dicker ist, würde ich sagen, dass diese Mütze die teure ist und diese Mütze hier die günstigere ist. Genau andersrum. Nein. Ich schwör's dir. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Guck doch. Das ist doch die, oder? Das ist die, ja. 37,56 Euro. Und das ist die andere. 99 Cent. Das ist nicht dein scheiß Ernst. Das war übrigens auch die, die schneller da war. Diese Mütze hier hat fast 40 Euro gekostet. Ja, und hier hat das Schild draußen hängen. Aber weißt du was? Das sind beides Mützen, die Emmy tragen kann. Das sind beide sogar sehr süße Mützen, die sind oder? Mega süß. Die hat sogar gerade ein Oberteil an, wo genau dieses kleine Gesichtchen hier drauf ist. Ich glaube, ich war mir bei dem am allersichersten gerade. Wirklich, als ich das gerade gesehen habe, ich habe dreimal nochmal nachgeguckt, aber es ist halt wirklich so, ne? Okay. Wirklich heftig. Okay, das finde ich schon mal mega. Das heißt, es steht 2-1. Ja. Ne? Jetzt das nächste Produkt. Ich sag mal so, der günstige Part hat 23 Euro gekostet. Ich habe jetzt hier 2 Dalmatiner-Anzüge von dem Leo. Ist das geil. Bitte achte jetzt nicht genau auf die Stimme. Ich habe nicht auf die Marke geguckt, okay? Ja, okay. Aber guck einfach. So, ich sag jetzt mal die Preise. Eins. Ja, wenn man möchtest was für Leo hat, dann kannst du das haben, Leo? Okay, kannst du gleich. Die Mama muss es erst einmal angucken. Dann guck dir das Teil schon mal an. Das eine Teil, das günstige, hat 23,83 Euro gekostet und das teure 86,44 Euro. 86 Euro? Ja. Also ganz ehrlich, das ist unfassbar süß, oder? Es ist mega krass süß, aber das hier muss doch das teure sein, weil das ist vom Stoff ungefähr 10-mal so dick. Das andere ist halt wie so ein ganz dünner, normaler Stoff. So ein bisschen wie ein Kostüm, was man auch drinnen tragen kann. Und das ist so richtig fett, wie so ein dicker Winteranzug. Leo, gib der Mama das mal wieder. Leo, guck mal, weißt du was? Du kriegst den Hut. Den hat die Mama sich nämlich schon angucken. Dann darf die Mama das haben, okay? Ja. Machen wir einen Tausch. Das ist ein fairer Tausch, Leo. Und du kriegst von dem Papa noch ein Knisterpapier. Boah, jetzt hat er einfach beides genommen. Warte, wir tauschen das gegen Knisterpapier, okay? Juhu! Boah, Knisterpapier ist mega. Ah, okay, warte. Hier steht Disney drauf. Das ist ja 100% teurer gewesen dann, wenn es original Disney ist. Du sollst doch nicht auf die Marken gucken. Ich kann... Ey, jetzt klappt mir das andere. Ich kann es mir nicht, eigentlich nicht vorstellen, dass das das teurere ist. Aber das andere ist halt so ein No-Name-Ding. Und das ist halt Disney. Und ich glaube, dass Disney teurer ist. Auch wenn ich es krass überteuert finde. Aber es ist halt einfach... Disney-Ding findest du überteuert? 23 Euro? Jetzt hast du dich verraten. Scheiße. Ach, Juli! Und das ist falsch entscheiden. Ja. Geil. Und ich wollte wissen, weil ich... Ah Gott, ich dachte, ich hätte schon aufgeklärt. Ach, bist du blöd. Wie kann man denn so dämlich sein? Aber krass. Das ich habe nämlich gedacht beim Bestellen, Disney hat doch eigentlich immer so super hohe Preise. Habe ich auch gedacht. Das andere hat tatsächlich 86,44 Euro gekostet. Okay, Bianca. Ja, warte, das heißt, ich habe den Punkt jetzt verloren. Es steht 2-2. Ach, Mann. So, das nächste Teil. Hast du schon geguckt? Du verstehst das Video einfach nicht. Das sind Stiefel für die Emmy. Oh, guck mal bitte, wie süß die sind. Die sind schön, Leo, ne? Okay, ein Paar von den Stiefeln hat 1 Cent gekostet. Leo, du kriegst von jedem Schuh einen, aber die Mama braucht die, okay? Also, Schuh hat 1 Cent gekostet und der andere 7,99 Euro. Finde raus, welcher. Die sehen schon beide süß aus, oder? Die sind mega süß, aber ich sage, dass das der teurere ist, weil der sieht einfach qualitativ ein bisschen hochwertiger aus, die Fütterung. Auch hier ist halt einfach so...
Nee, der, guck mal, alleine hier, der hat gar keine richtige Form und der ist so viel stabiler. Der hat sogar eine richtig gute Gummisohle, so anti-rutsch. Okay, weißt du was? Das ist der teure. Magst du recht haben, stimmt. Echt? Aber auf dem Foto sah dieser Schuh wirklich ganz anders aus. Der hatte einfach noch so einen weißen Plüsch da drum. Vielleicht muss man ihn selbst dran montieren. Ja, muss man extra kaufen. 3-2, ne? Ja. Ja, wie viele Produkte hast du denn insgesamt? Ich habe noch... Oh, nur noch eins. Das heißt, jetzt entscheidet sich, ob ich gewinne oder Gleichstand. Ich habe hier 2 Schnuller für dich. Nimm sie dir. Bitteschön. Der eine Schnuller hat 23,88 Euro gekostet und der andere 1 Euro. Also erstmal, wo findest du so teure Babyprodukte? Das ist doch krank. Boah, ich habe wirklich, wirklich keine Ahnung. Also, zeig dir mal näher in die Kamera. Die sehen schon beide ziemlich gut aus, ne? Die sehen sehr gut aus von vorne oder hier von diesem Ding, was man in den Mund nimmt, so ungefähr. Also. Du bist doch eine zweifache Profimutter. Du wirst das doch jetzt wohl easy rauskriegen. Boah, ich weiß es nicht. Ich sag, das ist der, Oh Mann, ich kann mich hier entscheiden. Das ist der günstigere. Es ist der teure. 3-3 steht's. Kack die Wand an. Ja, das heißt, ich habe nicht verloren. Ja, ich habe auch nicht. Es steht Gleichstand. Das sieht aus wie so ein... Ach Mann, Juli, es kann doch nicht sein, wirklich. Ich habe sogar 7 Pärchen bestellt. Das 7. kommt einfach nicht an, weil es wahrscheinlich zu günstig war. Aber die Sachen, die du gekauft hast, die können wir auf jeden Fall so gut wie alle benutzen. Die sind wirklich so süß. Ja, ne, was findest du am allersüßesten? Ich glaube, am allersüßesten ist wirklich diese Mütze hier, beziehungsweise die Mützen. Und die Schuhe finde ich auch total süß. Und das Kleidchen hier finde ich auch total süß. Also, du hast sehr coole Sachen bestellt, teilweise hardcore überteuert. Und ich habe leider nicht gewonnen. Wenn ihr wollt, dass wir so ein Video nochmal drehen, dann gebt uns unbedingt einen Daumen nach oben. Gerne auch nochmal als Baby Edition. Ich fand es wirklich mega cool. Und vielleicht muss der Julian dann auch das nächste Mal mal ran und raten. Ne? Oder ich suche für dich noch was aus und mache eine Revanche. Ja, oder wir machen eine Revanche. Auf jeden Fall Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schaut unbedingt auch bei Julians Video vorbei. Immer der erste Link in der Informationsbox. Da ist auf jeden Fall eben schon was vorgefallen, was ich aber jetzt noch nicht erwähnen möchte. Naja, gut. Also auf jeden Fall ist das Video ganz oben verlinkt. Das war's. Danke fürs Einschalten. Ja, bis zum nächsten Mal und ich sage Tschüss.